Was sagt die Straße? 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 Noch bis zum 19. August dauert der muslimische Fastenmonat Ramadan. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang verzichten Muslime auf Essen, Trinken, Rauchen und Sex. Abends treffen sich Freunde und Verwandte, denn nun darf wieder gegessen werden. Bis zum nächsten Morgen. Aber wissen wir eigentlich genug zum Thema Ramadan? Wir fragen nach. Was sagt die Straße? ist das nicht irgendwie so ein... Ich kann sowas immer nicht. Also es hat auf jeden Fall was mit Türkei zu tun. Also Ramadan ist von den ganzen Muslimen und das ist dann ihr Fastenmonat. Der gilt, glaube ich, 40 Tage. Und der ist nicht immer zur selben Zeit im Jahr, also so wie Ostern, sondern das verschiebt sich. Also mal ist es im Sommer, mal ist es im Winter. Und von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang dürfen die nichts essen. Und die machen das, weil die so fühlen wollen wie die armen Leute. Und das ist eine denen ihrer, ich weiß nicht, ob es die 5 Säulen sind oder 5 Regeln oder so, aber es ist sehr wichtig bei denen. Also ich weiß nicht viel darüber, ich bin nicht Muslim. Also ich bin kein Muslim und ja, aber ich, ne, auf jeden Fall die Leute, die das machen, die das durchziehen, für all die Moslems, ich habe großen Respekt dafür. Achso, nimmt ihr mich auch? Ich bin gerade total überfordert. Naja. Also wir fasten im Ramadan. Ich faste auch gerade, vielleicht deswegen jetzt, dass ich so ein bisschen komisch rede. Ansonsten, man fastet von morgens bis abends, von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang, das wisst ihr wahrscheinlich. Ansonsten, wir fasten deshalb, weil es einfach ein Muss ist, es steht im Koran. Also wer Ramadan macht, der wird sich gut fühlen und so. Und ich würde es jedem empfehlen, weil... Das gehört einfach zu unserer Religion. Machst du das auch? Ja. Und wie geht's dir gerade so dabei? Gut. Es ist wirklich nicht einfach, vor allem wenn es warm ist. Man wird aggressiv, man wird, man hat keine Lust auf nichts. Also, wenn du zu Hause bist, willst du nur noch schlafen, bis die Zeit vorbei ist. Fastest du gerade? Nee, heute nicht. Und warum nicht? Wegen Schule. Wenn man fastet in der Schulzeit, kann man sich nicht so gut konzentrieren, lieber trinken, essen. Fühlst du dich eigentlich genug informiert über das Thema? Also wir haben schon mal Religion gelernt und so, also schon. Keine Ahnung, einfach ich würde einfach gerne mal wissen, wie das so generell ist, so wie viel die Leute wirklich essen oder wie es dann auch in Berlin ist. Ja, und wer das eigentlich alles so macht, wer alles dazu gehört. Würdest du danach weiteren Infos nachsuchen? Ich würde Leute einfach fragen, die ich kenne oder im Internet halt. Wie ihr gesehen habt, wissen die meisten Muslime schon ziemlich gut Bescheid. Aber bei Nicht-Muslimen gibt es noch einige offene Fragen. Was könnte man tun, um diese zu beantworten? Schreibt uns eure Antwort auf Du hast die Macht.